So, da bin ich schon wieder und ich weiß nicht, ob es synchron ist. Ich hoffe es einfach mal. Ich werde gleich nochmal nachfragen. Sorry an alle, die jetzt hier noch Pre-Roll-Ads haben. Tut mir leid mit dem Spiel, aber lieber in der Eco als in der Waffenrunde. Starix trifft dann noch auf 2, 3. Ich bin's aber sicher. Also ein L4 wäre eigentlich schon enorm gut von Maus. Sehr gut, danke. An die Rückmeldung, dass es synchron wieder ist. Scheinen noch nicht alle wieder da zu sein. So, 10-4, wie gesagt, 11-4 fast Pflicht. Oh, Markloff hat Topspawn B. Mal sehen, was er machen kann. Hat er bisher, glaube ich, noch nicht gehabt. Vielleicht hat das. Ja, sehr schönes Stopflash da. So, Maklov springt weg. Sieht wieder nach B-Spit aus. Mit am Tor nur nix. Also struck sie gerade noch an lang mit am Helfen. Oder am A halt. Jetzt der B-Spit oder B-Conte. Ich weiß nicht, gegen die Arme, wenn wir sie wegsmoken. Ich bin mir fast sicher, dass sie sich auf jeden Fall wegsmoken werden. Oder sie lassen Markloff kurz schießen. So, Schuss rausgelockt. Schöne Gegenfläche. Oh, Toni verschießt. Verschießt nochmal. Jetzt die P2. Ah, schade. Wo ist Nex? Fuck, auch direkt gestorben. Ah, da sehen sie nicht gut aus. Auch wenn ich gedacht hätte, dass... Lol. Ist doch was durch die Smoke und das Tor. Bombe noch nicht gelegt. Vielleicht doch noch eine Chance für Maus. Mit dem schnellen Retake. Katastrophen kannst du gesehen. 2 gegen 3. HP-mäßig sogar relativ ausgeglichen. Hui. Oh, schöne Flash. Guck. Oh, schön. Geile Flash von Schmuxi. Kann ich sie vielleicht machen? Wird's ihm gönnen? Schade. Aber schöne Flash. Auch hier nochmal was Neues zu sehen. Da gegen die Wand. Die dann relativ, Silent, die reinfliegt und dann halt direkt explodiert, wenn sie reinkommt. Dennoch ein schönes Mini-Comeback von Navi. Nach der 9-0-Rücklage oder so, hier dann noch 5 Runden zu holen, kann man vielleicht mit leben. So, lecken sollte es auf jeden Fall nicht jetzt. So, wir sind direkt live in der Pistole. Maus zu zweit mit gezielt. Scheinbar Richtung A zu gehen. So, Navi hat aber relativ wenig Kontrolle jetzt, dadurch, dass Zeus dort weggeschoben ist. Edward. Zeus in der Base. Wird dann eher A helfen. Maus schon dann kurz. Das mit der HE, kriegt direkt die Hits. Oh, krasser Schuss, dass er da noch rein mitnimmt. Aber Maus auf A durch. P250. Krasser Shot von Markloff. So, Trouble jetzt über lang. Kann es noch entscheiden. Nein, der hat das zu früh geschossen. Oh, Struxi legt immerhin noch schon mal die Bombe. Ganz wichtig, dass er die... Er hat nicht die Bombe gelegt. Nein! Und dass Trouble da geschossen hat. Direkt beim ersten Mal. Das würde, da würde er sich, glaube ich, auch selbst ärgern. Das war so ein Mittelding zwischen schieße ich jetzt noch oder lasse ich ihn durchlaufen und sein Finger war da schneller als sein Hirn. Schade. Damit die Knife. Die Knife. Die Pistol. Die CD-Pistol an Navi. So, vielleicht können sie die Eco holen. Soll schon einen Hit bekommen.
So, Edward gestorben, Zeus schon die Hits. Das macht nix in ja. Boah, Zeus macht das gut. Oh, sehr schön. Immer wieder rum. Kommt auch Support. So, 7-10. Ich habe kein Maustrikot an. Ach so. Das ging an Lukas. So, wirklich schade, dass er die Bombe nicht gelegt hat noch. Da hätte man jetzt hier schon kaufen können. Cutter so direkt aufgebaut. Oh! Krasser Headshot von Headshot Tony. Tornado Tony natürlich. Aber man kommt sogar lang durch. Senja. Kann er gegenflächen. So, Bomblet müsste durchgehen. Sehr schön. Der VTech ist natürlich relativ einfach für Navi. Da Maus halt null Waffen hat. Ach komm schon, Markelov könnte wirklich noch sterben. Mit 5 HP kommt er durch. Dennoch schöne Eco, immerhin gelegt. Eine Waffe. Schöner Headshot von Tornado Tony. Auch gut für Selbstbewusstsein. So, und jetzt geht's ans Eingemachte. Struxi gegen Markelov. Das Duell der Giganten. Struxi muss noch einer werden. Markelov ist es schon. Smoke, okay. So, Maus auch hier mit Standard. Geil gefangen bei Trubel. So, jetzt die Smoke. Liegt meiner Meinung nach nicht so gut, aber gut, es reicht. Edward eh defensiv. So, das gewohnte Bild. Davos wird da kurz geschickt. Markelov war gerade blind. Hat man schön, sieht man schön auf der Overview da. Mit dem Symbol. So, Molly bei Navi. Ach, schade, Davos. Aber vielleicht eher ein bisschen weggehen, einfach weil der einen Nachteil hat. Nein! Ich muss den Schuss treffen. Jetzt trifft er. So, jetzt lang abflächen. Ganz ein Sex-like. So, A ist frei. Sehr schön. Da kommen die Grants. Das sieht gut aus. Und Tornado Tony mit raus. Schön geschossen. Stark. So, ist jetzt egal, hat sein Frag gemacht. Kann mit ansagen. Struxi steht da gut im Gux. Und er hört, glaube ich, sogar die Steps. Ich höre sie leider gerade nicht. So, wir wissen jetzt, dass er über lang kommt. Next spielt's gut, zeigt sich nicht. Travely könnte an die Viererkiste. Sehr schön. Am besten nicht zeigen. Oh, Struxi, enorm geiler Laufweg. Hat ihn da gesehen. Boah, schön von Struxi. Den zweiten. Komm schon. Schöner Headshot. Und Maus. Jubbly, der zieht durch. Oh, Struxi macht die sogar von lang. Geile Runde von Struxi. Ohne Witz. Schöner Laufweg. Fällt mir richtig gut. Er denkt auf jeden Fall mit dem Spiel. Man merkt, dass es der Ansage ist. Und was Raffen tut er zum Glück auch. Somit die erste Equip schon mal für Maus. Und das ist enorm wichtig. Navi hat nach der Runde, falls sie die verlieren sollten, auf jeden Fall kein Geld. Bei Markelov hat es nochmal für Aave gereicht. Er hat sogar eine Decoy. Oder? Die ist doch so rot. Das wäre nochmal eine nette Änderung, dass die Granaten im Overlay auch noch die neuen Typen annehmen, also die neuen Bilder nehmen. Denn die Fläche hat ja ein neues Symbol bekommen. Mit diesen Dingern hier dran. Damit man einfach besser erkennt, ob es eine Fläche ist. So, Mausvideo aber kurz. Starfoss wird da wieder vorgeschickt. Kommt die Flash. Markelov wird, glaube ich, wieder blind. Diesmal gewinnen sie nicht das Duell. Doch, Stavros hat die noch bekommen. So, jetzt langsam bitte. Trouble mit dem wichtigen Duell lang. Geht das aber nicht ein. Oh, gegen Senja. Gegen Senja. So, Trubel weiß jetzt zum Glück auch, dass da lange einer ist. Und er gewinnt das Duell. Sehr schön. A ist komplett wieder frei. Beide Navi-Spieler. Base und Mitte. Sie werden den Retake versuchen, wir sind genau in nächster Runde, haben sie kein Geld.
So, kurz wird aber nicht geblockt, da wird es mit Silent hier eingenommen. Da passiert nichts. So, Maus spielt's gut. Struxi nutzt da die enorm dicke Smoke und Navi saved. Sehr schön. 12-8. Zwei Waffen allerdings bei Navi. Jetzt ist die Frage, ob sie es riskieren und alles kaufen, alles investieren, was geht. Ich meine, Senja und Zeus könnten vielleicht... Ja, Senja könnte auf jeden Fall allein kaufen. Ja, sie versuchen es auf jeden Fall. So, wenn Maus die Runde gewinnt, dann ist es auf jeden Fall eigentlich schon gegessen, das Spiel. So, Maus macht's gut. Einen mindestens haben sie gesehen. Und Zeus noch rechts am Tor. So, das Umschalten hört man übrigens. Weiß nicht, ob er das weiß. So, Zeus kann natürlich auch die Steps ansagen jetzt. Hat das auf jeden Fall durchgegeben. Aber A ist komplett frei. Keine Headshot-Rampe. Maus könnte da durch und Zeus mit Timing mit rein. Boah, Bombe kann er holen. Schade, den zweiten nicht. Boah, schön direkt abgeflasht von Trebly Anlagen. Hat da mit einem Push auch lang gerechnet. So, Maus mit raus und Starix jetzt Duell. Katas. Er gewinnt sogar gegen Tornado Tony. So, jetzt wird er in die Zange genommen. Sehr schön, jetzt muss Staphos rumziehen. Schön. 2 gegen 2. Beide Navi-Spieler weg, weit weg. Trebly macht Katas dicht. Wichtiges Duell jetzt gegen Senja. Oh, er hat ihn nicht gesehen. Oh, da wird er jetzt nicht so weit von aimen. Ja. Schönes Timing von Senja. Staphos muss er frag, aber der ist so heiß heute. So, Flash, Loch. Schade. Hätte ich ihm gegönnt. Für seine heutige Performance hier. Tja, der Kauf hat sich ausgezahlt. Gute Entscheidung von Starix, taktisch schön gespielt. Auch wenn Senja direkt hinterhergegangen, sich nicht großartig Zeit gelassen, damit Trebly. Schade, dass sie ihn beim ersten Mal nicht gesehen hat. Sonst bin ich mir sicher, hätte das Duell relativ locker gewonnen. Aber somit bleibt es mal spannend. Maus muss allerdings die Runden weiterhin knapp machen. Wenn sie dann mal eine gewinnen, dann müsste Navi broke sein. So, einer hat das reingepusht. Ich hoffe, da passen sie auf. Sah gerade nicht so aus. Oh, Edward. Den ersten. Boah, sehr schön. Star Wars dreht sich da um. Edward macht zwar auch relativ Schaden, aber es reicht noch. So, Trebly ja lang gestorben. Dann haben sie ihn, glaube ich, weggeflasht und sind dann rausgepusht. So, ziehen sich jetzt weg. Da war ein Decoy. Zeus übernimmt A. Marker auf Mitte. Es geht wieder A-Split. Tornado Tony über lang. Das Problem ist, dass er nicht weiß, dass da noch einer ist und wird sehr, sehr, sehr spät kommen. Jetzt sollte er aber den Go machen. Ach, schön. Star Wars räumt einfach auf. Da stand Navi aber auch nicht gut. Das muss jetzt die Runde sein. Tornado Tony hat auch lang. So, die Smoke liegt sehr gut. Maus können sie es einfach spielen, als ob sie CT wären. Ach, Navi saved. Sehr schön. So, mit der 13. Runde für Maus. Vielleicht sollte man wirklich hunten gehen. Weil jetzt kriegen sie wieder zwei Waffen geschenkt. Zeus könnte wieder selbst kaufen. Oh, das ist bitter. Also sie hunten auf jeden Fall, aber sie werden sie nicht mehr kriegen. Maximal Markloff. Ne, da gehen sie auch nicht hin. Der Dreck geflogen kommt. Krass. So, 13-9, wie gesagt. Navi wird sich hier legen und kaufen, was geht. Erneut. Boah, schöne Entscheidung. Trebly legt direkt lang. Oh! Schön von Trebly. Direkt drauf gewesen. Sein Spawn ausgenutzt. Ohne alles einfach raus und Headshot. So wird's gemacht. So,
mögen wir Travelies. Lieben wir ihn. Nach Markloff kann er low schießen. So, einer nach Mitte gefallen. Jetzt geht's A durch. Vielleicht noch gefährlich. Na, Markloff stirbt schon. Gegen gleich von Zeus. Boah, keine Muni mehr. Ach, keine Chance. Nur noch Starix in der Base. 14. Runde gleich für Maus. Und dann ist es auch endlich mal die Eco für Navi. Denn die kriegen jetzt nur 1,5. Wenn wir gleich sehen, Markloff müsste 1550 haben. 1,9 bekommen, okay. Aber das heißt halt niemals. Jetzt ist die Frage, spielen sie auf Draw? Ich würde sagen ja. Denn mit so wenig Geld eine Runde zu gewinnen, erachte ich für unmöglich. Denn ich habe so das Gefühl, die Teams kommen immer besser mit den Anti-Ecos klar. Sie wissen relativ gut Bescheid, wie sie dagegen das handeln. So, B-Spieler komplett aus dem Spiel genommen. Geht B schon rauf. So, da verliert uns auch keiner jetzt. Mann, somit Maus schon mal mit dem Draw. Und jetzt bitte halt vorne nicht down gehen. Aber der Caster ist ja drauf. Von daher habe ich gute Hoffnung hier, dass wir die letzten Minuten auch sehen. Sollten es die letzten Minuten sein. So, wieder der Aufbau. 3 von Maus über Cutters. Direkt Mitte rausgeschlichen. Oh, mit Timing vielleicht. Wer ist das? Markloff. Star Wars macht den ersten. Refrag sitzt nicht. Chabelit noch am langen Abdecken. So, alle gerade verstreut hier. Star Wars mit unten den Flag gemacht. Kriegt sogar den nächsten. So, jetzt haben sie die Überzahl. Was machen sie? Die Mates. Boah, das ist eine schöne Entscheidung, Toni nochmal über lang zu schicken. Nex wartet doch richtigerweise. Markloff zielt sogar zu lang. Nee. Da, Toni hat sogar geschossen. Er hat einen Decoy dort. Er muss sterben. Boah, sauber. Und jetzt nur noch Starix von CD Base. Toni muss eigentlich gar nicht durch. Macht auch nicht. So, Nex kann zu lang legen. Starix aber vielleicht mit dem Move, wenn er hochspringt. Wenn er hochspringt. Wenn er hochspringt. Das ist ja, glaube ich, enorm ekelhaft. Mit diesem... dieser Delle hier. Also nicht hier, sondern hier, so dahinter. Da kann man, glaube ich, hochspringen und den Plante irgendwie legen. Zumindest hat mir das mal passiert und habe ich enorm aufgeregt. Hab selbst noch nicht gemacht. Trotzdem, Kratz an Maus. 16-9, schönes Spiel dann am Ende nochmal. Aber ein schönes Opening für Maus. Haben Navi der teilweise richtig zerstört. Sah gut aus und lässt hoffen auf die Zukunft. Vor allen Dingen aufs Wochenende und dann nächste Woche. Die NorthCon. So.